wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Die Welpen sind da. Es gibt super gute Nachrichten. Die Welpen sind geboren. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so mitfiebern würde, wenn eine Hundemama schwanger ist und dann die Kinder gebärt. Ja, es ist der Wurf, bei dem wir ja auf der Warteliste stehen. Und es ist so krass, denn dieser Wurf ist mega stark. Es sind einfach 11 Welpen. Ich glaube, mit 11 Welpen hat noch nicht mal die Züchterin gerechnet, weil wir auf der Warteliste standen und es noch hieß, ob das jetzt direkt klappt, ja oder nein, steht in den Sternen. Und sie hatte auch extra keinen Ultraschall gemacht, um zu gucken, wie viele Welpen es sind, weil es einfach zeitlich nicht gepasst hatte und ja, einfach auch nicht so wichtig war für sie. Das fand ich irgendwie sympathisch. Und jetzt sind es 11, das heißt, ja, wir bekommen einen Welpen aus diesem Wurf. Es sind sehr viele Rüden. Normalerweise sind es ja eher Hündinnen, aber diesmal sind es sehr viele Rüden. Aber da wir ja noch gar nicht wissen, ob wir einen Rüden oder eine Hündin bekommen, weil wir auch gesagt haben, das ist uns nicht ganz so wichtig. Wenn man sich verliebt hat in den Hund und denkt, oh, er ist es oder sie ist es, dann ist es völlig egal, ob es eine Rüde oder eine Hündin ist. Also da sind wir überhaupt nicht festgelegt. Und deswegen, ja, kommt jetzt der nächste Schritt. Und zwar müssen wir uns einen Namen aussuchen. Und zwar einen, der auch zu einem Berner passt. Und das ist ja schwer, es ist ja schließlich ein neues Familienmitglied. Es ist ja fast so schwer wie bei einem eigenen Kind. Also ich habe mir ganz lange Gedanken gemacht und auch die anderen haben sich Gedanken gemacht. Ich glaube, Justus hat eben noch schnell an seinem Handy gegoogelt. Hundenamen.de oder sowas. Auf jeden Fall ist es Zeit für einen Familienrat, damit alle einmal sagen können, welchen Namen sie passend fänden. Und es würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn du mithilfst. Community Power brauchen wir jetzt auf jeden Fall für den perfekten Namen für unser Bärchen. Jeder hat sich zwei Namen jeweils ausgesucht, zwei Rüdennamen, zwei Hündinnennamen. Wir wissen das gegenseitig alle noch nicht, wer sich was ausgesucht hat. Ich finde das so spannend, ich liebe das. Familienrat. Papi? Papi muss natürlich auch sagen. Loki auch. Habt ihr es im Kopf? Ja. Ja, ich nicht. Ja, ich weiß, du hast doch eben noch gegoogelt. Ja. Justus. Ja, also einen zweiten Namen habe ich noch gesucht. Warte, gib mir mal mein Handy, weil da stehen meine Namen drauf. Ah, die natürlich super sind. Ja, Loki. Was ist der Name von der Bärchen? Willst du auch dazu kommen, Anastasia? Hast du auch den Namen ausgedacht für unseren Hund? Okay, wir machen reihum, ja? Ich bin ganz gespannt, was sich die Kinder ausgedacht haben. So, als erstes Mami. Ich zuerst? Ja. Nee, oder? Doch. Na gut, okay. Erstmal einen männlichen Namen, ne? Okay, obwohl meine sind so, ja, also für beide Geschlechter eigentlich. Okay. Okay, also erst männlich. Warte, hör auf zu gucken, Justus. Okay. Der erste Rüdenname, Vorschlag von mir ist Buzz. Buzz? So wie Buzz Lightyear, also Buzz. Ich finde, dieser Name ist so, ihr seid ja gar nicht begeistert. Dick und fett und Teddy. Ja, genau. Also man muss ja schon einen ordentlichen Namen. Also es ist ja schließlich ein Bernese Mountain Dog. Bernese. Ja, es ist jetzt nicht so ein kleiner Süßer, weißt du? Stimmt. Und ich dachte, Buzz. Buzz. Ruf mal Buzz. 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 Komm her, Buzz. Okay. Was seid ihr? Komm. Okay. Schnell, komm. Gut, okay. Offensichtlich, ich komme jetzt nicht so gut an. Naja, egal. Ich habe noch bessere, okay? Ich habe noch bessere. Nein, jetzt erstmal der nächste. Okay, Johann. Tom? Tom? Ja. Tom? 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 Komm her, Tom. Finde ich gut. Ja. Ich weiß nicht, zufällig ein Kumpel von dir, Tom. Nee. Aber Tom und Jerry. Aber das Tom ist ja eine Katze da. Nein, das meine ich dann. Okay. Tom, okay. Tommy! Ich glaube, die hat das falsch rum an. Oh, habe ich falsch rum an. Tja, ich habe mich gewundert. Ja, die Röschen müssen auch nach vorne an, das ist das ja, ne? Aber habe ich ja unten hinten, der Papi hier. Gleich bin ich. Wir brauchen gar nicht. Okay, klarerweise. Dann gehen wir so rein. Ich erzähle erst mal meinen. Nee, warte. Brauchst du ja. Am schlechtesten warte, von meinen beiden finden. Der Papi macht das. Ja, genau. Ich fange auch mit dem schlechtesten an, weil das Beste kommt natürlich zum Schluss. Warte. Aber das heißt, er sieht wieder schicki aus. So, jetzt ist Clara dran. Ja. Rüdennamen. Okay. Ja, ich fange erst mal mit dem nicht so guten Namen. Okay. Von meinen beiden. Barry. Barry hat Clara schon ganz oft gesagt. Barry. Da finde ich Buzz und Tom aber besser. Weil Barry ist irgendwie so eine Versüßung.
finde ich, und für so einen großen, Barry. Dicken, wuscheligen Mountain. Barry. Doch, doch, Barry finde ich Barry. Doch, ist doch so ein bäriger Barry. Ja, wie Bär, als so ähnlich. Ja. Das deutsche Bär nur ins Englische transferiert. Jetzt bin ich dran mit Max. 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 Nee. Max. Wie das Max. Maxchen. Maximilian. Sein Film heißt, glaube ich, auch so ein Hund. Max. Max. Mit Goofy. Max. Und Max. Okay, nein, nee, gut. Goofy und Max. Gut, ja, dann ist Max, Max wohl durchgefallen. Also von denen. Max als Hundename, weil. Ist, dann, welches bild ihr am besten? Ich glaube, Max und passt hast du einen, zu einem Bären. Ein Hundenamen für ein Männchen, ein Rüden. Teddy? Teddy? Teddy. Teddy. Teddy finde ich ein guter Name. Teddy stand tatsächlich auch auf meiner Liste. Was? Ah, okay. Find ich, stell dir vor, so ein riesiger, großer Hund, der heißt Teddy. Nein. Hallo, Teddy. Was sagt ihr? Ranking? Ich finde es gut. So, wen findet ihr jetzt am besten? Ich finde Buzz am besten. Ich finde Tom am besten. Ich bin Teddy und Buzz schon. Ich bin Teddy und Tom. Und Teddy passt eher zu einem Welpen, die ganze Zeit, wenn es ein Welpe bleibt. Nein, wenn er groß ist, wird das auch. Nee, aber Teddy ist ja ein witziger Name für einen großen... Großen Bären. Ja, stimmt. Teddy Bär. Wieder Rüde oder diesmal Mädchen? Diesmal machen wir Mädchen, ja? Okay. Obwohl meine ja, wie gesagt, Mädchen und Junge. Nee, wir machen erstmal noch einen jungen Namen und dann müssen wir uns festlegen. Ja, stimmt. Aber das ist schon mein bester Name. Dann hau ihn raus. Aber jetzt. Okay, haltet euch fest. Ich höre eure Live-Reaktion zu. Mochi. Mochi-Bärchen. Mochi. Das ist mein Lieblingsname. Mochi-Bärchen, Mochis kann man doch essen. Das ist ein großer, dicker Hund. Der heißt nicht Mochi. Ja, Mochi. Mochi. Hallo? Oh mein Gott. Hallo? Mami denkt süß, also aber du weißt einen kleinen Baby. Du willst nur einen Namen Mochi. Haben, der dich an Essen erinnert. Mochi. Okay, gut, dann mach weiter. Ich bin gespannt. Schweinefüße. Johannes. Meine Schweinefüße. Max, wie Papi schon gesagt hat. Oh, ernsthaft? Okay. Gut, Max. Und Clara, hast du noch einen zweiten Namen? Bernie. Ja, Bernice. Bernie. Bernie finde ich gut. Ich mochte den Namen, weil es ist auch... Bernie. Bernd und Ernie. Bernie. Okay. Papi? Jetzt muss ich nochmal auf meinen... Oh, dein Spickzettel. Es sind da nur vier Namen. Auch. Warum muss man denn... Ach so. Blue. Nein. Aber Blue heißt ja blau. Blue heißt blau. Aber hat ja auch so ein... es ist tief. Für Blue. Oder Balu. Warum sagen die Blue? Dann sagen, oh Gott, dann hat Balu. Aber bei Balu. Balu heißen, glaube ich, viele Balu, Berner. Der Bär. Mädchenname. Mein erster ist Nuna. Nuna! Oh, da habe ich einen Nuna. Ähnlichen. Da habe ich einen ähnlichen. Hast du Luna? Doch nicht, nein, habe ich nicht. So. Okay, also, wie findet ihr Nuna? Nuna. Nuna. Na, Nuna, na. Nein. Na, Nuna, na. Nein, Nuna. Nuna. Nuna ist doch süß. Gib mir Nuna. Ja, ich wollte am Anfang auch geben, aber ich hatte da zwei andere. Nuna, Nuna. Okay, dann hauen wir einen besseren raus als Nuna. Ich hätte auch Luna und Lilly. Lilly? Lilly. Lilly für einen Berner, ausgewachsenen Berner? Lilly, die Hexe. Ja, komm, Mochi. Mochi ist süß. Ja. Mochi. 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 Weißt du, wie Mochi aussieht? Okay. Ich bin... Gut, einfach schon mal nicht Mochi. Ne? Bause. Bau könnte er heißen. Ja, Bau. Oh. Bau. Bau. Bau heißt im Chinesischen sogar Schatz. Kleiner Schatz. Ja. Hey, das nenne ich mal Brainstorming. Bau. Bau. Tau. Okay, jetzt seid ihr erstmal dran mit Mädchenname. Angel. Angelina Jolie. Angela. Okay, dann. Papi, hau rein raus. Das ist ein Name, der so ein bisschen an deinen erinnert. Nana. Das hört sich an für mich wie so eine alte Oma. Heißt nicht alle Omas immer Nana? Ah, meine Nana.
Meine Oha. Welche Oma heißt Nana? Die heißt ja sowieso ohne Oma. Kurz vorm Nana. Mini. Mini? Mini. Mini für einen Berner. Oh, auch das witzig ist, das eigentlich. Das ist echt eine gute, ne, Idee. Mini. Mini, Mini. Komm her, Mini. Und dann kommt so ein... Ja. Komm her, Mini. Alle denken dann, Mini, komm. Und dann Häuschen. Alle denken so ein kleines. Ne? Komm, komm zum Berner. Ja? Okay, ich bin dran. Du bist auch Mäuschen. Okay, jetzt kommt mein Lieblingsname. Obwohl Mochi war mein Lieblingsname. Naja, egal. Also, und es ist auch, ne, egal für welches Geschlecht. Keks. Ich hab's schon mal vorgeschlagen, dass du so, nee. Ja, ich darf mir ja hier nicht die Butter von der Brot nehmen. Als weiblichen Namen Keks. Ja. Nein. Der von Löwenzahn heißt doch auch so. Das ist auch ein Berner. Der heißt auch Keks. Okay. Butter, ich weiß. Keks. Okay. Mochi, Keks. Cookie, Butter, Cookie haben wir schon als Katze. Bau. Blaubeer. Keks. Muffin. Blaubeerkeks. Ja, Muffin ist auch ein typischer Name. Kuchen. Kuchen, komm her, Kuchen. Torte. Es gibt jetzt Torte. Okay, gut. Ihr macht weiter. Also habt ihr einen besten? Donut. Gibt's ja einen Donut. Okay, Johann, du bist. Also Bau finde ich gut. Hey, den haben wir doch gerade schon. Ne, ja, als männlichen Namen. Als noch ein Mädchen. Luna. Luna? Ja. So wie Nuna. Siehst du, ich habe gesagt, Nuna hört sich an wie Luna. Ja. Also soll ich jetzt meinen Namen? Ja, jetzt. Namen? Okay. Genau, Clara ist dran. Sunny. Sunny. Sunny finde ich auch schön. Sunny finde ich gut. Sunny. Erinnert mich an... Summer. Summer. Ja, Summer. Hast du das Video geguckt? Sunny. Sunny. Okay, finde ich auch gut. Aber ich muss immer dran rufen. Ah, Sunny. Sunny kann man doch gut rufen, Papi. Viel zwei besser. Silben. Amy rufen. Baum. Amy. Und die Weltgänse. Amy. Baum. Findest du Amy Luna. Gut? Wer findet Amy gut? Nee, ganz viele. Ich. Heißt aber Amy. Amy hört sich so langweilig an. Und Amy ist, glaube ich, auch wieder so ein kleiner Amy. Hund. Ja, ne? Ja. Und du? Hast du einen Namen noch? Hast du noch einen zweiten Mädchennamen? Maya. Die Biene Maya. Biene Maya. Ja. Ich fand den Namen Hummel auch gut, weißt du? Weil Berner so aussehen wie so eine dicke Hummel. Ich glaube, das läuft hier alles in die falsche Richtung. Ich glaube, wir werden uns heute nicht einig. Und Biene. Ich habe das Gefühl, das ist ja Hummel. Schwierig. Mochi. Jeder findet seinen eigenen, also seinen Lieblingsnamen von den ganzen. Mami? Ja, jeder findet ja seinen eigenen Namen. Oh, der kriegt keinen Namen. Nee. Mami, eigentlich hatte ich so einen fast ähnlichen Namen wie Clara. Summer eigentlich, wollte ich Summer, sagen. Ne? Und Sunny und Summer. Aber passt auch wie lieber, als wieder richtig. So, okay, jetzt muss jeder sein Lieblings... Okay, mein Lieblingsname ist Mochi. Also ich glaube, wir werden uns heute nicht ganz einig, aber du kannst auf jeden Fall abstimmen. Schreib mal, was du jetzt am besten fandest und wenn du noch Tipps hast, gerne her damit. Weil das ist dann auch soweit und wir dürfen die Welpen uns zum ersten Mal anschauen. Jetzt ist erstmal 4 Wochen lang Ruhe, da empfängt die Züchterin keine Besucher. Aber dann dürfen wir dahin und dann... kuscheln wir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.